Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Beyond. Ich bin der Radio von Gaming-Log und wir sind wieder am Beyond-Server da. Und es ist natürlich wieder gerade Nacht geworden. Was ist da gerade um mich umgeflogen? Egal. Aber gehen wir mal schlafen. Mit unserem neuartigen Lift geht es jetzt ja in Windeseile. Und was ich heute vorhabe, ist das gleiche wie das letzte Mal. Ich würde gerne die da mal weiter breeden, alle zusammen. Und ja, in Lift weiterbauen, Lift weiterbauen, Lift weiterbauen. Deswegen da wieder Schafe scheren. Na, Zombie, du bleibst da gefällig draußen. Da brauche ich für die brauche ich Golden Carrots. Ich kann halt auch noch mehr Breeder bauen, denn ja, wenn ich da noch einen Breeder her tue, da, dann sollte ich die ganzen Gehege da jeweils irgendwie aufbessern. Aber ja, schauen wir mal, was wir da machen können. Und wir machen halt endlich, ich sag so oft, wir machen halt endlich die da fertig auf 10-10-10 und pflanzen sie da auf das Feld an. Denn die da sind alle not analyzed, not analyzed, not analyzed und not analyzed. Die ganzen Seeds haben wir mal alleine, du bist auch nicht analyzed. Dann sollten wir gleich noch Seeds. Da haben wir auch noch die guten Seeds nochmal. Die können wir die Crops gleich weiter probieren danach. Aber da haben wir die Seeds. Und die Farben nicht vergessen. Weil, wenn man da sieht, die arbeitet noch, deswegen kann ich sie noch nicht umstellen. Und ja, ich brauche da eben einen Weizen. Damit man ja wieder Zeug loswerden kann. Oder nicht Zeug loswerden, er Zeug. Ja, weiter züchten kann, da. Ah ja, die habe ich sogar angefangen mit der Ender Quarry. Entschuldigung. So, zuerst bauen wir noch ein paar Lifte. Drei Stück da wieder. Schon ein Stockwerk komplett fertig. Das tut irgendwie in der Seele gut, wenn man da wieder was fertig gemacht hat. Pulsating Iron Nuggets, Pulsating Iron. Ah, ich kann halt bei den Emeralds. Da war es bis jetzt noch nicht, wie viel rausgekommen ist. Ah. Das wäre zu schön langsam. Das ist super. Da tun wir noch einen. Das war Ender Chest her. Dafür habe ich aber Blaze Rods gebraucht. Das weiß ich noch. Ich muss von irgendwem Blaze Rods klauen oder ich gehe selber farmen. Ich habe selber einen Spawner, aber der ist mir gerade echt zu anstrengend. So, jetzt habe ich schon vergessen, was ich vorher. Weizenfarbe. Ich brauche da Crops. Ja, da habe ich immer so viel Crops. Necrotic Bones. Na, gut. Na, nicht so. Crops. Ah, da haben wir jetzt einen Stack da unten ausgezeichnet. Nein, dann brauche ich die Watering Can wieder.
Das Ganze im E-Zax einhauen. Ferrous Ingots brauche ich nicht. Schiers brauche ich noch. Gunpowder. Wo ist meine Schaufel? Habe ich meine Schaufel verloren? Okay, da ist die Frage, wann, wo und wie. So, da lassen wir gleich noch ein paar Sachen bauen. Und da ich jetzt gerade nicht so viel umfliegen muss, laden wir die gleich wieder auf. Und eigentlich solltest du ja ultra schnell wachsen, lieber Weizen. Aber muss man die doch ein bisschen mit Zauberwasser besprenkeln. Denn das Wasser aus der Watering Can kann nichts anderes sein wie Zauberwasser. Denn welcher Weizen wächst so schnell? Und da haben wir es schon wieder, die ersten unidentifizierten Seeds. 777. Dann mal. Die muss ich raushauen. Ah, und die kann die ja mit Knochenmehl. Das heißt. Bones, Bones, Bones. Dann brauche ich nur weniger von der Zeit. Der wertvollen Zeit. Aber es geht eben schön langsam bei den Seeds jetzt nach oben. Da war zuerst das Problem, dass die Growth Seeds so lange gebraucht haben. Und das waren jetzt wahrscheinlich keine Seeds, sondern Unkraut. Das böse Unkraut. Da haben wir Seeds. Und da waren doch zwar 8, 10, 10 ist schon eine stolze Leistung. Und dann mal 6, 9, 7. So 8, 10, 10 Kimpads. Statt dir. Das ist eine Steigerung, mit der hätte ich nicht gerechnet. Und was war das zweite? 6, 9, 7, aber 6, 9, 7 ist. 6,7 Watt, bin stärker wie der da. 6,7 Watt. Der Growth muss ich außerholen. Sobald ich da 10,10 habe, was ich ja nicht weit weg sein kann, denn wenn ich 8,10,10 schon außerkriege, könnte theoretisch ja jeder weitere Seed noch ein bisschen aufbessern. Ja, 18, 10. 18, 10 haben wir statt die Räume. So, die. Ich bin zu schnell. So. Obwohl, ich glaube, es hat sich noch nie jemand darüber aufgeregt, dass er zu schnell war. Außer ich. Na okay, und der Autofahrer, der hat gerade zu bremsen und sonstiges vielleicht, aber ja, das ist ein anderer Kontext. 7, 10, 10. Dann müssen wir uns zuerst die raushauen. Ach, das Farmen. Ich habe dafür jetzt so viel in den Grand Skies gemacht, dass ich echt froh bin, dass ich das mit Knochenmehl machen kann. Denn in den Grand Skies gibt es ein paar, die was einfach nicht mit Knochenmehl funktionieren.
Und das ist gleich ein ziemliches Zagste für einen Geduldsfaden, was man sich vorstellen kann. Hinsetzen gescheit. 10, 10, 10, gib ihm. Da muss jetzt beim Zuschauen dabei bleiben. Oder da muss jetzt dabei bleiben zuschauen. 8, 10, 10. So, jetzt haben wir da 18, 10, 17, 10. Wie hast du mir davor bitte den 18, 10er Sieg die ganze Zeit gemacht? Verwunderlich. Jetzt bitte aber 10, 10, 10. Kim schon lieber sieht eine Leiser. Dankeschön. Einmal versehentlich Kartoffeln gemacht. So, ich brauche aber die da. Immer gleich hochzüchten und weiter züchten. So, da ist alles Unkraut. Es braucht Gott sei Dank echt nicht lang, dass man das so weiter züchten kann und dass sich die ausbreiten. Denn wenn man einmal einen 10-10-10er hat, dann funktioniert das alles verdammt schnell. Wie man sieht, weil ich habe gleich das ganze Feld voll. Und dann werden hinten die Schafe weiter gezüchtet und dann bin ich glücklich. Dann ist ein glücklicher Monkey Tirale da. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir aber noch. Und wer mich kennt, weiß, ich baue jetzt noch gleich das ganze Feld nochmal ab. Und jetzt brauche ich wieder Hope, verdammt. Habe ich da zufällig eine drin? Nein, natürlich nicht. So, Hodor. Bücher schon ein 10, 10, 10er. Denn ich will da eigentlich dastehen haben, dass es alles 10, 10, 10er Seeds sein. So, 15 Seeds zum Analysen. 15 mal 10, 10, 10. Dankeschön. Mehr wollte ich gar nicht. Konzentriertes Seeds anbauen. Und da ist unser letztes Feld mit den letzten Seeds. Und da wir da jetzt über einen Stack haben. Ah ja, das ist das Angenehme an die Schurch, die springen so hoch. So, her mit unseren Skiers wieder. Wolle, gebt mir Wolle, Schafe. Züchten? Ja. Und du schon Skyrim Helm auf, das finde ich auch wieder voll cool. So, und bei Enk wird auch mal jeder verzüchtet oder jeder versorgt. So, dann haben wir die da eine. Du machst das noch für uns weiter und da sind noch ein paar mini blaue und rote Schafe draus worden. Ausgezeichnet.
dann will ich noch ein paar Boars dazu haben. Und ich muss schauen, wie man. Edgar, du darfst jetzt da. Du darfst dich da jetzt vermehren. So. Habe ich noch was? Die kann die aber mehr machen. Dann nehmen wir da jetzt noch. Gott. Waren es zwei oder drei da hinten? Drei. Egal. Wer zuerst kommt. Und ich glaube, da brauche ich auch nicht den ganzen Stack. Da brauche ich nur. Ja, da nehmen wir einen halben Stack von Tannen da drüben im Breeder. Dass wir da einfach mehr Kühe zusammenkriegen. Eigentlich muss ich mit goldenen Karotten weitermachen. Und ich weiß ja nicht, wie ich Enk züchten kann. Okay, es seid wahrscheinlich einfach nur zwei Skirls, also. Ich weiß nicht, Nüsse gibt's ja. Das wäre dann vielleicht die logische Variante. Und was hast denn du da am Kopf? Ich will es haben. Egal was es ist. Ein Dalek Head. Ah, okay. Ah, das schaut so toll aus. Obwohl, es darf orange und rot sein, das ist verdammt egal, aber. Und die Vögel hören sich echt wie Vögel an. Wundert mich irgendwie. So, jede Menge unterschiedliche Wolle, rosa Wolle, blaue Wolle. Mittlerweile weiß ich das Rezept ja ganz lange auswendig. Geht sich jedes Mal aus, dass es genau 3 sein. So, jetzt gibt es leider mal einen Stock über mir und das sind aber 5 Lifter. Also, da darf gern mehr werden. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal das Chatback noch mir hole und. Ah, da Uran und. Ah, da ist wieder Redstone drin. Ah, vom Uran kommt der Redstone. Aha, das ist natürlich recht gut zu wissen, muss ich sagen. Kann man Schafe auch noch so weiter züchten, dass die mehr Wolle geben oder sowas? Was ist leider gerade nicht, aber ja, sehen wir dann. Da kann natürlich meine ganzen Gelbäume wieder abbauen. Und eigentlich wollte ich die Felder da umsetzen. Was ich aber tun kann, aber dafür muss ich zuerst das alles einebnen. Und natürlich dann die Stone Stairs weiterbauen. Aber ich hätte alles gerne auf der Ebene da. Das heißt, ich fange mal damit an, dass ich den Cobblestone raushau. Und man dann die tolle Kamera herumzieht, wo der Blaze-Banner drin war. Aber der soll da jetzt einfach noch drunter versteckt sein. So Ecksteinmäßig. Und das war jetzt kein guter Witz, aber ja. Und ich sollte mal ein Bilderswand nehmen, denn dann wird es schneller gehen. Aber ich glaube, ich fahre jetzt einen Bilderswand hole und das war jetzt doof. Da könnte man verlassen. Aber ich fahre jetzt einen Bilderswand hole und ja. Da haben wir es schon. Alles auf die Höhe. Gut, das heißt, die Stufe ist okay. Gehört noch alles weg, das gehört alles weg. Jetzt muss ich leider mal eine Schaufel suchen. Ich weiß nicht, wo ich mal Schaufel hingetan habe. Eine arme Schaufel. Ich habe meine Schaufel verloren. Das ist voll doof. Naja, haben wir mal da wieder.
ganze Farming-Zeugs rein. Das wird demnächst einmal umgebaut. Rattenfleisch und Cobblestone brauche ich gerade nicht. Da noch Wolle. Der eine Elevator. So, fangen wir da an wieder. Gut, aber das heißt, ich habe da jetzt Storage, drüber Storage. Ich kann auch mal Inneneinrichtung planen. Und da habe ich dann auch wieder jede Menge Raum für Storage. Darauf sollte ich anders Kabel machen können und die verbinden sich noch nicht und dann kann ich da mal fahren. Und ich glaube, wenn ich da noch einen sozusagen Dreier mache, da zwar freilasse und da wieder einmal so einen Block dahinter mache, dass ich da dahinter gerade durchgehen kann im Fall, dann habe ich erstens Caches genug gebaut. Und zweitens habe ich noch so viel Platz, dass ich mir denke, okay, das sollte ja irgendwann einmal auch genug sein. Und ja. Und da bin ich eben rausgekommen und dann in meinen Garten. Das heißt, dann müssen wir da noch alles schön machen. Und alles, wow, das war ein Wandsteleck. Dann noch alles schön machen und alles auf die Ebene überziehen. Und dafür brauche ich eine Schaufel. Aber statt der Schaufel mache ich einen kleinen Excavator. Obwohl, na, Schaufel habe ich ja. Ich habe gerade gehofft, dass ich sogar ein Bein gehabt habe. Aber dann baue ich mir jetzt eine ganz einfache Schaufel. Und zwar aus Wood. Wo wir ein paar Sticks draus machen. Hier Schaufel. So, die Höhe wollten wir haben. Und man sieht, die Schaufel geht auch so ziemlich ab. Und da brauche ich definitiv einen Bilderswand, weil ich muss da das ganze Fleckerl da oben. Da ich gleich kurz oben muss. Ich kann nicht herum, da ich baue mir so ein ME-Crafting Terminal. Genau dich brauche ich nochmal. Okay, ich habe genau gar nichts davon. Calculation Processor haben wir da. Terminal, da brauchen wir unser Panel. Das Panel haben wir. Die haben wir Formation Core, Annihilation Core. Okay, ich brauche einen Annihilation Core. Dafür brauche ich jetzt wieder so einen Prozessor, aber die haben wir ja da. Unser Panel, die brauche ich bitte, unser Terminal und da ME Crafting Terminal. Und theoretisch kann ich die ja einfach da drauf haben, oder? Hm. Ah, du bist irgendwie offline, welch Wunder. Schön, dass wir da genau noch eins haben von der Farbe. So, jetzt habe ich da herum auch mein ME-System. Irgendwie schaut aber der ME-Controller more fancy aus wie, ja, wie der Rest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
So, und da haben wir jetzt aber unseren Pillar Swan, den wir da bauen. Und da vorne gerade die Ebene fertig ziehen. Und dann war es jetzt auch schon wieder mit der Folge. Kürzere Folgen, mehr Zeit, um sich für die Uni vorzubereiten. So, und das war's schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich die Folgen betiteln soll. Aber ja. Na, ich glaube, ein bisschen was weiß ich schon. Aber danke fürs Zuschauen. Lasst mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht sogar ein Abo. Und ja, ich bin ein bisschen im Stress, deswegen. Ciao, ciao. Es war's wieder von den Kamerale.